Was ist alles während Hurricane Ian passiert? Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Vlog während Hurricane Ian. Und ihr seht, ich bin bei mir zu Hause. Also der Hurricane ist schon lange vorbei. Ich bin wieder zu Hause und mir ist dann aufgefallen, dass ich kein Intro und kein Outro zu dem Vlog gedreht habe, sondern einfach nur zwischendrin gefilmt habe. Das lag daran, dass es mir während Hurricane Ian wirklich nicht gut ging. Mich hat direkt am ersten Tag nach Animal Kingdom habe ich schon gemerkt, du kriegst Halsschmerzen und so. Also ich bin mir sicher, dass es an den Klimaanlagen lag, weil ich sowas sehr anfällig bin. Schon früher, immer, sobald ich auf Kreuzfahrt gegangen bin, Klimaanlage, habe ich sofort Halsschmerzen bekommen und war dann erkältet. Und beim Universal Tag 2 habe ich mich dann noch durchgekämpft, aber dann ging es mir wirklich, das war wirklich das perfekte Timing für Hurricane Ian. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich lag 2 Tage im Bett, habe gefühlt von den 48 Stunden 30 Stunden nur geschlafen. Brina und sie dann auch, aber das lag daran, dass wir eh nichts anderes machen konnten. Also die 2 Tage kamen für mich, für meine Gesundheit wirklich ideal. Und ja, in dem Vlog zeige ich euch ein bisschen, was wir so Sonstiges gemacht haben. Es gab ein bisschen Charakterinteraktion im Hotel. Wir waren dann noch im Hotel essen. Und aber ein kleines Fazit kommt dann, nachdem ich euch die Eindrücke gezeigt habe und was Disney sonst noch so für uns gemacht hat. Also jetzt kommen erstmal die Eindrücke und dann quatschen wir uns hier nochmal. Okay, rüber, oder? Ja, da lang. Ja, es gibt hier so Meal Kits für 5 Dollar zum Frühstück. Mal gucken, ob wir gleich noch eins bekommen. Ja, die Cast-Member tanzen hier mit Kindern und Erwachsenen, damit die Zeit irgendwie vorbeigeht. Die Cast-Member sind super in der Situation. Also, die geben alles, damit trotzdem die Gäste eine Art magische Zeit haben. Wir machen das Beste aus der Situation. Da würde ich ja sagen, schauen wir uns mal ein bisschen im Shop um. Halloween-Ohren für... Da ist kein Preis dran. Die Tasse gibt es auch bei Shop Disney. 20 Dollar. 50. Geburtstag-Merch. Disney World T-Shirts. Loungefly. Brettspiel können wir uns jetzt eigentlich mitnehmen, ne? Zum Zeitvertreib. Hi. Marvel Jersey. Hier gibt es diesen Vogel als Sitz, als Schulterpuppe. Und auch den von Raya als Schulterpuppe. Ja.
ganz viel Spielzeug für die Kinder. Puppen. Tasten. Kleinen Basketball. Gibt es noch Sonnencreme, falls ihr was vergessen habt, oder Zahnbürsten. Alles Mögliche findet ihr hier. Ein paar Snacks. Können uns noch Wein kaufen. Können wir uns heute noch betrinken. Die sind ganz hübsch. 20 Dollar. Ganz viele Spirit Jerseys gibt es hier. Und von Soul, den Villain. Oh, der ist neu. Den habe ich gesehen. Den finde ich toll. Der ist rosa und flauschig. Den finde ich schön. Muss ich mal überlegen. Hört mir echt gut. Choose your red path, choose your path. Wovon, was ist das? Ah, Baby Yoda, Mandalorian, okay. Ja, jetzt sind hier ein paar Charaktere in der Lobby gekommen.
Hier den Bogen. Wir haben uns jetzt noch die Frühstückstüte geholt. Ausgangssperre ist jetzt von 9 bis 4 Uhr. Also um 4 müssen die Castmember wieder da sein, dann gucken wir mal weiter. Für 5 Dollar gab es einen Orangensaft. Hier ist Apple and Cinnamon. Apple Jacks, keine Ahnung, Cereals oder sowas. Eine Milch, ein Bagel, Philadelphia, Marmelade und wir vermuten eine Orange. Ja, ist okay für 5 Dollar. Ja, die Spielarkade hier ist während dem Hurricane kostenlos. Normalerweise kosten die Games ja alle Aufpreis. Für die Zeit des Hurricanes wurde alles kostenlos gemacht. Das heißt, ja, dementsprechend sehr voll hier, viele Kinder. Aber finde ich eine gute Sache, dass die Kinder wenigstens einigermaßen beschäftigt sein können. Komm, wir können mal Flipper spielen. Rina! Jetzt leg los! Wir haben uns jetzt hier noch was zu essen geholt im Hotel. Mehr Auswahl haben wir ja nicht. Und ich glaube, bald haben wir jedes Gericht einmal ausprobiert. Für mich gibt es dieses Chicken Fried Reis Gemüse Ding für knapp 12 Dollar. Hab gehört, das soll richtig gut sein. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, vielleicht mehr schmecken. Ja, auch an Tag 2 sind die Charaktere wieder draußen unterwegs und bespaßen Kinder und sind bereit für Fotos. Richtig cool. Also hier sieht man jetzt auch in unserem Resort so ein bisschen Zerstörung. Da ist ein Baum umgekippt, abgebrochen. Es hält sich hier wirklich in Grenzen und es ist auf jeden Fall an anderen Orten viel, viel schlimmer. Ja, also ihr habt gesehen, viel Spektakuläres ist ja nicht passiert. Universal, also Disney hat es ja sehr glimpflich getroffen. Ich glaube, es sind ein paar Bäume ja bei uns auch umgefallen und auch im Animal Kingdom ein paar Bäume, aber sonst keine Überschwemmungen oder so. Da sah Universal tatsächlich ganz anders aus. Da ist ja ein Loch in die Fassade von der Jurassic Park Wasserride gegangen und Hulk stand auch unter Wasser. Nina und Dennis waren ja zum Beispiel auch da während der Überflutung, haben dann auch Bilder in der Story gepackt, wo es halt wirklich total überflutet war, die Straßen und so. Wie es bei uns auf den Straßen vor Disney World aussah, weiß ich nicht, weil wir durften ja nicht raus. Aber in unserem Hotel war eigentlich gar nichts. Also klar, auch ein paar Bäume umgefallen. Im Busch war aber jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Also ganz viele Blätter auf dem Boden und kleine Äste. Halt wie so, es wird halt stark gestürmt. Ansonsten haben wir nichts viel vom Hurricane gemerkt. Es war nachts, natürlich hatte der Wind gepfeift und es war sehr windig und es hat die ganze Zeit geregnet über 2 Tage. Aber das hat uns nicht wirklich gestört, denn wir waren 2 Tage im Hotelzimmer. Wir haben ausgeschlafen, wir waren wach, dann haben wir wieder geschlafen. Dann am ersten Tag ist Brina und Sina dann mittags was zu essen holen gegangen. Ich bin einfach auf dem Zimmer geblieben, wollte gar nicht raus. Die haben auch was zu essen gebracht, dann haben wir wieder geschlafen. Und so ging Tag 2 dann auch fast wieder los, obwohl wir abends, am ersten Tag abends war ich dann auch noch mal kurz draußen. Und am zweiten Tag sind wir dann auch noch mal in die Lobby gegangen. Da gab es dann Charakter wieder Interaktion und so, am ersten Abend auch. Das war ganz cool und auch die Arkade war ja komplett dann kostenlos für die 2 Tage. Dementsprechend war sie auch voll. Ansonsten, wir hatten ja keine direkte Lobbyanbindung. Das heißt, am ersten Abend nach 21 Uhr durften wir nicht mehr raus aus dem Hotelzimmer und haben dann am nächsten Tag im Laufe des Tages Bescheid bekommen, dass wir wieder raus durften. Wir haben uns am Tag vorher noch ein Lunchpaket fürs Frühstück gekauft und haben das dann verzehrt am Donnerstag früh.
nachdem wir irgendwann ausgeschlafen haben. Ja, und dann Donnerstag wurde es auch schon immer besser irgendwann. Abends schien dann, glaube ich, auch sogar schon die Sonne. Und wir mussten dann unsere Parktage ein bisschen umlegen, unsere Planung umlegen. Brina wollte ja Freitag eigentlich nach Kissimmee, aber das ist halt wegen der Umlegungsplanung ins Wasser gefallen. Und auch Kissimmee war überschwemmt. Also das wäre nicht gegangen. Ansonsten hat Disney uns nichts zur Verfügung gestellt, also was essenstechnisch angeht. Wir haben uns ein bisschen mit Wasser eingedeckt. Ja, also, Entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Also das von Disney haben wir jetzt keine direkte Versorgung bekommen. Wir mussten uns selbst mit Getränken eindecken. Wie gesagt, wir hatten sozusagen keine ganztägige Ausgangssperre. Wir hatten was zu trinken auf dem Zimmer und haben uns in der Lobby halt unsere Becher mal aufgefüllt mit Getränken. Wir hatten ja die Filterwasserflaschen. Wir hatten zwar bei Target dann auch noch was bestellt, aber das wurde dann nicht mehr geliefert an dem Dienstagabend oder an dem Mittwoch früh. Ich weiß nicht, wann wir es bestellt haben. Auf jeden Fall wurde es dann nicht mehr geliefert. Und ja, aber wir sind nicht verhungert. Wir hatten was zu essen im Hotel und auch genug Snacks. Wir hatten uns vorher noch genug Klopapier bei der Hotellobby bestellt. Und ja, haben gut die 2 Tage überstanden. Für meinen Erkältungszustand war es wirklich gut. Aber ich habe meine Erkältung immer noch in mir. Also gerade jetzt, fast 2 Wochen ist es her und ich habe immer noch einen leichten Schnupfen und so einen Frosch im Hals, weil ich halt nicht wirklich, also die 2 Tage, aber ich hätte, glaube ich, noch 1-2 Tage mehr gebraucht, um mich auszukurieren, richtig auszukurieren. Und ich hatte auch nicht alle Medikamente da, die ich hätte gebraucht eventuell. Und musste mit dem leben, was ich da hatte, weil wir konnten ja nicht in die Apotheke oder so fahren während der 2 Tage. Und dann sind wir halt schon in die Parks gefahren. Mir ging es dann auch schon Freitag so gut, dass ich halt einen Tag Epcot überleben konnte. Und ja, also das war Hurricane Ian, unsere Erfahrung während Hurricane Ian. Wie gesagt, uns hat es glimpflich getroffen und ich muss mich auch mal bei euch bedanken. Also so viele Nachrichten, wie wir bekommen haben, ob es uns gut geht, weil wir keine Storys hochladen und ob uns was passiert ist. Also ihr wart da wirklich sehr süß. Und ja, wenn wir 3/4 des Tages geschlafen haben, konnten wir natürlich keine Storys hochladen. Aber ich habe mich versucht, immer euch schnell zu antworten, dass es uns wirklich gut geht. Meine Mama hatte auch Angst um uns, aber wir sind wirklich gut mit dem Schrecken davon gekommen und hatten nur 2 Tage im Hotel, was natürlich, ja, man kann das Wetter nicht voraussagen. Ne? Im Januar war es kalt, da hatte ich nicht die passende Kleidung dabei, da war es mir zu kalt, jetzt den Hurricane. Also das Orlando-Wetter und ich werden wohl nicht so gute Freunde sein. Ja, also ich hoffe, der Mini-Vlog hier von Hurricane Ian, die 2 Tage, hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder, der ganz normal stattfindet. Ciao! Thank you.